Hallo, ich bin heute Timo 67 und heute mit einem Replay im Tier 9 Bereich, wobei wir da Low Tier sind, im 10er Gefecht, mit meinem Centurion 7/1. Ich liebe diese Kiste. Sie ist schnell, sie ist mobil, der Turm geht zu schnell, sie knistert ohne Durchschlag und sie trifft auch gut. Wenn ich da noch gut drauf bin, das Team mitspielt und das Gegnerteam verkackt nebenbei, kommen die besten Gefechte dabei raus. Und gucken wir uns an, wie es heute Morgen gelaufen ist, oder heute Vormittag besser gesagt. Heute Vormittag um 11.24 Uhr, um genau zu sein, falls einer von den Anwesenden mit dabei sein sollte, das Video angucken. So, nochmal. Ich habe immer nie Bock auf das Gekloppe in den dicken Wohnvierteln da ganz unten, auf so einer Nullerlinie. Da kann man eh nicht schieben. Und ich denke, der dieser Punkt dieser Karte. Auf der dieser Karte links ist, dass man hinten mit der 1er liegt. Hier hinten, weitgerechnet und aufstellt, innen schön rumfährt. Das ist der Punkt zu der 1. Da kommen wir nicht drauf. Kommt denn da durch den Bus gefahren? Ups! Da war er weg. Wie könnte das denn passieren? So, den Kill haben wir, den ersten Schaden haben wir auch. Der wird jetzt ärgern, sein Spiel ist ruckzuck vorbei. Und das hatte mal wieder einen so dicht auffahren. Dann sollen sie neben einen fahren. Da kommt ein paar vorbei, Dickerchen, komm. Hunterman. Och, da war die Arti. Eine Dauerei. Weil von hier oben kann man auch gut in die Mitte reinziehen, wenn da was sein sollte. Das Objekt macht aber nichts aus. Au, das tat weh. Mein Schuss ging sonst wohin. Aua. Ziehen wir mal die Kette. Dann kann unsere Hand damit gut ausrichten. Der war ganz klar verschossen. Das war Käse. Von mir. Ganz, ganz schlecht. So gut passiert manch anderen auch. Aber trotzdem, es war nicht gut. So, Hunterman-Kugel mit dem Haus. Wir gucken langsam mal weiter. Was ist denn das? Wir stehen da hinten. Wir machen da irgendwie gar nichts so. Der Standard B. Steht da einfach nur so dumm rum, habe ich den Eindruck. Gut, mal hier auch gerade. Type 61. Können wir nicht drauf schießen. Objekt, die Arti. Na super. Diese. Können wir nicht drauf schießen. Der hält nicht still. In der Mitte ist oben nichts. So, fahre ich ein Pflaster, wenn wir auch nicht fahren können. Wo ging der Schuss denn hin? Der ging überall hin, aber nicht da, wo er hingehen sollte. Na super. Okay. Okay, Hunterman pusht jetzt da durch. Ich habe gesagt, gut, dann pushe ich jetzt hier rum. Unterstütze Hunterman. Hunterman ist schon weg. Ich habe zu lange gewartet. So. 54. Vielleicht liebe ich die Zentolen. Irgendwie hätte ich von Matchbox früher mal als Plusmodell gehabt oder Metallmodell zum Spielen. Ich mochte den schon immer. Ich weiß auch nicht. Ich finde den richtig sexy. Wow. So, zurück zum Gameplay. Wollen wir mal gucken. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts.
Vielleicht ist er in der Mitte, macht er nichts weiter auf, steht 8 zu 5. Die Heavys kloppen sich da noch, mit der Karte. Das ist irgendwo, wo ich gerne hinverweise, da kann man schlecht was ausrichten. Oh, was haben wir denn da? Eine Arti. Hat mir noch nicht entdeckt, das ist gut. Bautz! Ohohoho. Da war sie weg. Die gegnerische Arti kommt zu spät. Die Arti ist raus. 11 zu 5. Da haben wir noch eine Arti. Kriegen wir die noch? Wo ist er denn? Da ist er. Ohohoho. Wie gesagt, ich liebe diesen Panzer, den Centurion 7/1. Der ist irgendwie, ich finde, total geil. Ich mag den. Ich mag den total. Irgendwie hat der was. Ich sag, ich muss noch gut 60.000 XP noch farmen. Da kann ich mir den ersten 10er holen. Mit Action 10 dann. Ich mag die Kiste. Also ich bin von den Heavys, die ich früher ganz gerne gefahren bin, eigentlich weg. Na gut, eigentlich sind Weichmacher, aber ich bin von weg, ab und zu fahren mal welche. So, und wir kriegen keinen Kill mehr, wir kriegen keine weiteren Punkte mehr. Wir haben nicht viel Punkte gemacht, aber es reicht. Wir haben Spotschaden gegeben, unseren eigenen Schaden. Gut, nicht ganz so viel gemacht, wie wir eigentlich haben wollten. Aber wir haben 4 Kills gemacht. Schauen wir uns die Auswertung an. Im Detail. Es war 3. Klasse, war klar. Wir haben Duelist. Ja. Wir haben Kämpfer, wir haben 4 oder 5 gekillt und wir haben eine Pascucci-Medaille, weil wir 2 Artis rausgenommen haben. Wunderbar. Sonst haben wir nicht viel gemacht. Gab ein bisschen Bonus. Erstes Siegengefecht. Zack, war ganz gut. Wie haben wir so abgeschlossen? Vom Schaden her gemacht haben, naja. Und das ist das Mittelfeld. War nicht so gut. Und von der Erfahrung her, oberstes Mittelfeld. Von den Kills sind wir ganz oben. Da sagen wir morgen, wie schön auch mit Boni. Von 37.000 könnte man 17 mitnehmen, weil ich musste ja ein bisschen was reparieren unterwegs. Die haben ja alles kaputt gemacht. Jo. Ansonsten war es ein saugeiles Gefecht, hat mir Spaß gemacht. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Replay. Ciao, ciao.